dass ich nicht glaubte, dass so etwas möglich wäre. Sie vergaß es, aber einige Wochen später berichtete Zora von etwas Seltsamem. Einem Plünderer mit einem Möter, der ihm folgte. Ich weiß nicht, ob das hier oder auf Terra 2 war, aber ich dachte sofort an Huxley und ihre zügellose Fantasie. Ich fragte mich, ob sie es anderen Leuten erzählt hatte und die Idee sich fortgepflanzt hatte, bis sie im Geist eines Plünderers Früchte trieb. Ideen sind durchtriebene Wesen. Wenn selbst ein Plünderer, so geistlos er auch sein mag, von einer Idee überzeugt werden kann, muss es Hoffnung für die Arbeiter der Kolonie geben, auch wenn ihr Geist gegen die ewige Wahrheit vergiftet wurde. Wenn wir laut genug schreien können, dass die Wahrheit ihren Weg in das kollektive Bewusstsein findet, bin ich mir sicher, dass sie auch den restlichen Kosmos erobern. Es ist schwierig, sich der ewigen Wahrheit zu stellen, dass alles aus einem Grund geschieht, dass alles Leben und alles, was uns im Leben widerfährt, dem Willen eines kosmischen Bewusstseins folgen. Es kann erschreckend sein. Es ist uns allen ein Bedürfnis, die Parameter des ewigen Lebens zu kontrollieren. Dieser Drang ist so mächtig, dass seine schiere Existenz die ewige Wahrheit unterdrückt. Die Menschheit hat ihre schweren Ketten noch nicht abgeworfen, und so ist es unnötig schwer, die Lehre des Philosophismus zu verbreiten. Aber das Universum kann ihn nicht ewig unterdrücken. Biologie verändert sich, Wesen passen sich an und entwickeln sich weiter, und wir bekommen unsere Zwänge zum Wohl der Spezies. Eines Tages wird unser Geist sich der Idee öffnen, bis dahin darf ich nicht die Hoffnung verlieren. Weil die Grundambitionen sind ganz, ganz gut, aber die Ausführung ist halt ein bisschen. That son of a bitch. I know the press is important, but sending our two best out there. Void help him if the Vanois don't make it back. Angesichts der Umstände scheint mir eine fehlende Druckerpresse das geringste eurer Probleme zu sein. Exactly. Long term, I get it. Spread the message and all, right there with him. But at the moment, we got a lot of wounded and still more starving. Speaking of which, thanks for bringing back those supplies. They go a long way around here, and we found nothing but sulfur in the ruins. Warum wart ihr überhaupt in den Ruinen? Supposing all you've done for us ain't some kind of front, and that I can actually trust you? Screw it. We were trying to establish a foothold north of Stellar Bay. Eventually, when it comes time to throw down, a two-pronged assault makes sense. Two-point assault. Glaubst du wirklich, ihr habt eine Chance gegen MSI? We've got a numbers advantage. And these people are willing to throw their lives down in the pursuit of Graham's... our cause. Can't say the same of Sanjar's folk. Stellar Bay, wieso? How about the massive fuck-off walls, for starters? Then there's the food, the working landing pad. And besides, this is Monarch. All the roads here lead to Stellar Bay. Was ist mit Grahams Leben und Leben lassen Ideologie passiert? Raptodons happened. Acidic sulfur pools happened. Starvation, disease. It's hell out here. You ever try living on a diet of cooked Raptodon? Half the time it just comes back up. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt. Man sieht sich. Gehen wir mal durch diese schöne Öffnung. Direkt in Richtung Druckerpresse. Bisschen Licht ins Dunkel bringen hier. Den Weg ein.
Okay. Ah, das ist da, wo es dann wieder ungemütlich wird. Dann schwuppen wir mal kurz darüber, um zu speichern. Denn ich vermute, dann wird unser Death-Counter ein wenig aufgeheizt. Back for a rest. Space adventuring is tiring work. So anstrengend. Abenteuer im Weltraum. Ja, ich den noch. Will ich das mal? Schaden nach Rüstung 15%. Einfach. Sack und Asche. 3,24. Bei 42. Mojo. Doch fast nix. Und Blut und Tinte. Oh. Meine, was? Oh. Was mal zuerst? Bis Amber Heights können wir jetzt erstmal durchreisen. Getrunken haben. Diet Toothpaste. Eine ganz schön linke Sache. Eine Zahnpasta irgendwas reinzumischen, dass die Leute keinen Hunger mehr haben. Der Weg ist lang. Habe ich was geraucht? Ach du Schande. Sure. Nikotinrausch und Nikotinentzug. Shoot. Fallen lassen. Habe ich kein Interesse an dieser Nebenwirkung. Ja, geht's. Genau. Dann habe ich die Nebenwirkung. Schwankt schön. Erwähnt, dass ich es gut finde, dass ich diese 25% Run-Perk genommen habe. Schnell wie ein Gepard oder so. Das ist schon Gold wert. Eine geniale Landschaft. Wie kommt man denn da hoch, bitte? So, muss mal an der Kreuzung. Immer noch nicht, okay. Ich denke,
das wäre hier wahrscheinlich keine Abkürzung. Der nächsten Kreuzung links halten. Mentisaurier-Drohne? Schande. Oh, shoot. Ich schwarm. Die Panzer. Plasmadrüse. Kann man sogar einen Schwarm erschießen, kannst mal sehen. Sturmgewehr Ultra. Nachladen. Zu gerne vergessen. Das Raptidon war aber schon tot, hm? Mögen Mentisaurier keine Raptidone? Weston Sloan. Ich glaube, du willst befreit werden. Sache, glaube ich, mit der an Kreuzung links halten. Schon sind wir nach rechts gegangen. Gar nicht so einfach. Wütendes. Wütendes. Mötermischling.
dann abglitschen. Moment, die Königin. Heißen, wenn du auf mich schießt, machst du eigentlich keinen Schaden. Ich glaube, das muss ich akzeptieren. Im Gegensatz zur Königin, wenn sie mich angreift. Wieder Ultra. Rapidonfleisch. Irgendwann fall ich nochmal in so einen Pool rein. Erstmal einen Zug aus dem Inhalator. Ultra. Oh, ich muss da reparieren, ne? Das ist ein schwaches Gefühl. So. 629. Holbrook Holz. Hallo. Ja genau, so sehen die Mantisaurier aus. Mortimer Bell. Gast hier. Ach, Sublight. Na, noch bin ich ja in dem Fall nicht völlig verstoßen bei Sublight. Aufs. Nein. Erstmal den ganzen Schrott raus.
Und dann natürlich auch noch hier. Und ich glaube, hier hat es auch keinen großen Zweck mehr. Plasma-Karabiner. Uff, den müssen wir 5 Stufen aufwerten. Alles schwerste. Guten Tag. Into perspective. Move along. Carry on. Okay, nicht mehr wirklich so beliebt. Merlin's House of Hospitality. War alles schwerst gemacht. Mick Remick. You blind, little bird? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. Eine leerdammte Werbung. Okay. Charisma. Wenn du mit ein kleines Stückchen Paradies eigentlich ein Stückchen Matticott sagen wolltest. But first I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Aber wirklich halb zu. Hätte ich mal lesen wollen, natürlich, wie Catherine zu Sanja steht. Das reicht fürs Erste. Frage. Lies mal gerade noch kurz hier den ganzen Sermons durch. Okay, zwei so viel wie vorher, aber egal. Come for vice or virtue, because we only sell one here. Ja, mit dem Unternehmen, das heimlich auf Monarch operiert, könnte ein bisschen direkt sein. Nehmen wir es einfach mal. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the northern bridge. Might be they sure as shit weren't pirates. Now that I consider it, I ain't heard from my delivery team in far too long. Find them for me, and I'll pay you handsomely. Okay. Eigentlich bin ich hier, um mich um dein Problem mit Supply zu kümmern. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago. Got something that's gonna require special extraction from Cascadia.
Wir haben bei einer Leiche in Stellar Bay einen Zugangscode gefunden. Damit bekommen wir vermutlich Zugang zum Extraktionsort. Nehmen wir das Nummer 2. Ach ja, das alte Vitae-Zeug, das Lydia erwähnt hat. Nehmen wir die 2. So you got a brain on them shoulders. Excellent. Makes my life a world easier. To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. Totally safe. Total. Erklär doch gleich mal, was alter Vitae-Gas ist. Do I look like one of them egghead science types? All I know is that labs use it to create plants and livestock out of local species. But it's a controlled commodity, available only to the board. So it is of high value on the dark market. Definiere sicher. Meaning safe for me and my crew. Seeing as it ain't us undertaking the risk. Kann ich erledigen. Like your gumption, but let's not be hasty. To get to the gas, you'll need to navigate through the town, which is overrun by marauders. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through or figure out some other way to exterminate them. Maybe the ventilation system? Mal vorbei. That's why Lilia's paying you, I take it. Now, after you clear the mantis nest and reach the storage room, all that's left is to get the gas flowing into the fuel system. The task will require someone with technical skills,